Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dex. Heute am 4.01.2024. Ja, ich muss mich langsam an das Jahr gewöhnen. Um 19.40 Uhr. Ja, eine Unter-der-Woche-Aufnahme mal wieder, weil ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, weil Julia ist noch nicht zu Hause und deswegen habe ich mir gedacht, kann ich nochmal ein Stündchen aufnehmen. Kleine Sache vorweg. Ich werde ab sofort, zumindest jetzt für dieses Projekt, auch wenn ihr noch keinen Part von dem Projekt gesehen habt, ich weiß, die Aufnahmemodalitäten etwas verändern, weil ich habe mir gedacht, mit den Standbildern, weil mein macht ab und zu mal Probleme, dann habe ich da ein Standbild, ist ja auch immer blöd. Ja, ist das auch manchmal für mich ein bisschen schwierig zu sehen, okay, wie viel habe ich jetzt aufgenommen, wann ist der Part zu Ende. Deswegen würde ich jetzt für den Rest des Projektes höchstwahrscheinlich wieder zu meinen gewohnten Aufnahmemodalitäten dann auch wieder zurückkehren wollen. Das heißt, ich mache eine lange Aufnahme, schneide ihn der klein. Ob ich jetzt nach 30 Minuten Standbild habe, eventuell gar nicht, weil ich habe den Grabber gerade extra nochmal neu eingerichtet. Also Sound scheint zumindest da zu sein, das ist schon mal gut. Ja, kann ich jetzt nicht sagen, aber entweder nehme ich jetzt so lange auf, bis Stammbild kommt, mache dann ein neues Video fertig. Oder aber, ne, wenn es gut läuft, werde ich jetzt eine Stunde, anderthalb gar kein Stammbild haben. Aber wir werden sehen. Wir waren auf jeden Fall hier noch in Redwood Woods. Ja, sind wir stehen geblieben. Haben, ups, Entschuldigung, Energy Drink. Ah, 2 von 3 Schlüsselkarten schon mal gefunden. Und ja, müsste jetzt eigentlich nur die letzte finden. Ich glaube, dafür müssen wir, glaube ich, hier in die Verwaltung rein. Wir lassen uns erstmal nochmal kurz stealthen, weil ich habe keine Ahnung, was mich erwarten wird. Darf ich rauszoomen? Darf ich, sehr schön. Das ist doch gut. Da ist nichts drin. Eine Cola, dankeschön. Ne, wir bleiben unten. Okay. Nein! Ich lade nochmal neu. Ja, 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 ja. Mein Fehler, Entschuldigung. So. Wieder rauszoomen. Warum darf ich jetzt nicht mehr rauszoomen? Was ist das für ein Schwachsinn? Zack. Zack. Hä? So. Ich möchte nicht die Treppen hochgehen, bitte. Mir bleibt nichts anderes übrig. Das ist unfassbar, ne? Das ist unfassbar. Ich hätte eigentlich gerne, bei Möglichkeit, möchte ich mich einmal hier kurz stealthen. Ich kann mir ruhig drehen, ist mir scheißegal. Ja, auf Fresse einfach. Papam. Okay, perfekt. So. Achso, guck mal, den müssen wir einmal knacken. Aufputspritze. Kann man immer gebrauchen. Habe ich zwar noch nicht so häufig gebraucht, aber ist ja egal. Und die habe ich jetzt auch einfach auf die Fresse. Tritt mich, dankeschön. Ach, nice. Huh. Okay, nochmal auf den Boden. Gerne. So. Und nochmal Geld gefunden. Sauber. So, da ist noch einer. Können wir schön stealthen. Dankeschön. Joa, ne? Das dürfte es gewesen sein, so wie es aussieht. Was war da? Ach, klettern kann ich. Ja, brauche ich nicht. So. Oh, wir können Fokus aufladen. Nice. Den knacken wir erstmal. Datenwürfel. Datenwürfel? Was ist das? Oh, oh, ein Skillpunkt. Geil. Ja, okay. Das ist natürlich richtig gut, weil... gut, ich habe jetzt zwar nur einen. Aber wenn ich dann beim nächsten Mal nämlich 3 Stück bekomme, dann habe ich nämlich 4. Ja, wobei, das bringt mir jetzt auch nicht, auch nicht viel weiter. Egal. Egal, egal. Müssen wir noch einen finden, ne? Nochmal eine Cola. Und chinesische Nudeln, nice. Fokus ist schon voll. Okay. Achso, geht jetzt hier nur ums Hacken. Software Spammer nehmen wir natürlich auch mit. Setzen wir direkt mal ein. Dürfen wir nicht, können wir nachher verkaufen. Dem Fall genauso. Ja, würde ich sagen, speichern wir hier nochmal kurz ab. Nur für den Fall der Fälle, falls was schief läuft, ne? Und ja. Ach, stimmt, wir haben ja 2 Schüsse. Kommt hier gar nichts mehr, was. Ja, gehen wir erstmal unten lang. Fupp. Oh, meine Nase, Entschuldigung. Ah, so. Wollte gerade mal kurz der beiden Hände. Ah, treffe ihn. Okay, der ist tot. Sehr schön. Da ist schon auch noch einer drin. Nee. Aber da oben ist noch einer. Ha, ich wusste es. Ah, guck mal, so kann ich den sogar treffen und der mich nicht. Ah, guck mal, ich habe sogar 2 Druckwellen und ein Datenschild. Auch nice. Ich weiß schon gar nicht mehr, was letztes Mal passiert ist. Soll ja mal die Information nehmen.
Kurswechsel, firmeneigene Geräte verbleiben vor Ort. Von Crash an Mitarbeiter. Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, nach der Entdeckung einer neuen bedrohlichen Lücke in unserem Sicherheitssystem haben wir unsere Mitarbeiterrichtlinien aktualisiert. Die Änderung betrifft den externen Zugriff auf die Redwood Watts E-Mail-Server. Sie werden nicht weiter in der Lage sein, auf Ihre E-Mails zuzugreifen, wenn Sie sich außerhalb des Geländes aufhalten. Bitte gestatten Sie mir abermals zu betonen, dass unsere Richtlinien zufolge die gesamte arbeitsbezogene Kommunikation außerhalb dieser Einrichtung nach wie vor strikt untersagt ist. Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe, Datendiebstähle zu verhindern. Mit freundlichen Grüßen, Crash, leitender Sicherheitsoffizier Redwood Watts. Schön. So, und von UAWG, Dino World Mitarbeiter und Familienzusammenkunft von HR-Manager an Mitarbeiter. Sehr geehrter Redwood Watts Mitarbeiter, sehr geehrte Mitarbeiterin, dies ist eine Erinnerung, dass in Bezug auf die Zusammenkunft nächsten Monat den Angestellten- und Familienausflug nach Dino World eine Antwort erbeten wird. Bitte nutzen Sie dafür das Anmeldeformular in der Einladung, die letzte Woche ausgeschickt wurde. Mit liebsten Grüßen, Jeremy Shackle, HR-Manager, Human Resources wahrscheinlich. Also Personalabteilung. Nicht mehr und nicht weniger. So. Sterben. Ich fände das so schön, wenn wir hier auch Erfahrungspunkte bekommen könnten, ne? Ja, wir haben mal ein bisschen vorsichtiger. Das ist ein schwarzes Loch auf jeden Fall. Oh, gediegen, ne? Installation der Kaffeemaschine und Bohnenwahl von S. Leacock an Leiter der Entwicklungsabteilung. Lieber James, nur damit du Bescheid weißt, die neue Kaffeemaschine soll diesen Montag um 10 Uhr eintreffen. Die Installation wird ungefähr eine Stunde dauern. Mir wurde versichert, dass die Arbeiten leise sind, du sollst also nicht gestört werden. Dürfte ich dich daran erinnern, aus der Broschüre, die ich letzte Woche durchgereicht habe, eine Auswahl zu treffen? Wir können unsere Auswahl am Boden jeden Monat ändern, aber ich muss wissen, was ich beim ersten Mal bestellen soll. Vielen Dank, liebe Grüße, Susi Leacock. Auch so nett, ne? Weil ich stehe eigentlich nicht so auf frisch gemahlenen Bohnenkaffee, muss ich sagen. Also ja, doch schon irgendwie, aber nicht so einen Automatenkaffee, den mag ich nicht so gern. Also meine Präferenz ist eigentlich normaler Filterkaffee, ne? Also schon halt so ein, ja, gemahlener Kaffee. Oder aber eigentlich das Beste ist, wenn ich bei meiner Mama bin, muss ich wirklich sagen, wenn sie sogenannten Schlammkaffee macht, mit so einer, mit so einer Kaffeepresse eher, die ja noch manuell runtergedrückt wird mit frisch gemahlenen Bohnen, das ist dann doch schon ganz geil. So, ein paar Erfahrungspunkte. Gut, gehen wir hier auch nochmal lang. Vielleicht haben wir auch noch was. Hier gibt es ein bisschen Geld. Ah, da haben wir Pollen. Okay. Uiuiui. Okay, ich dachte, die doppelten Schüsse haben da so ein bisschen mehr Durchschlagskraft, aber es ist wohl doch nicht der Fall. Alter, verdammt, auf damit. Mal sagen, wo ist der Rest? Eins hängt an der Wand fest, das ist vollkommen in Ordnung. Komme ich auch mit zurecht. Uiuiui. Ja, das Schöne ist, direkt hier in der Nähe ist ja so eine Fokus-Aufladestation. Ich habe auch so ein halbes Auge die ganze Zeit auf meinen linken Kontrollmotor, ob da irgendwo Standbild ist, aber das sieht erstmal gut aus. So, von Ellie an... Ellie! Ah, okay, an Mitchell. Hi, Mitch! Habe ich eine Weile nicht gesehen. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Wie sieht es diesen Freitag bei dir aus? Wenn du nichts vorhast, können wir eventuell miteinander ausgehen. Was meinst du? Ich hätte ein bisschen Abstand von der Forschung bitter nötig. Das kannst du mir glauben. Wir hören uns, Ellie. Und, hey, Ellie, unglaublich. Ich war gerade dabei, dir zu schreiben, um zu fragen, wann deine Mail angekommen ist, okay. Mann, unsere Welt steckt voller wunderbarer Mysterien. Klar, Freitag passt perfekt. Ich hole dich um 19.30 Uhr ab. Bis dann, Bitch. Ja, auch schon wieder was am Laufen gehabt, ne? Aber die Ellie habe ich ja schon um den Finger gewickelt. Das war ja sehr unproblematisch. So, was haben wir hier? Ach, schon wieder hier. Ach, Gott. Oh, da ist nochmal so ein Access Point. Ja, genau. Können wir sich nochmal ein bisschen weiter hacken. Nehmen wir auch Mika Häkkinen. Trojaner. Uncool. Das war die Trojaner, die mich stoppen, glaube ich, oder? Alter, wie viel ist hier los? Geht's noch? Das Schöne ist, die halten ja nichts aus, die Dinger, aber sind halt super schnell. So, Anfrage zur Beseitigung der Stufe 3. Von Geoffrey Boss an Mitchell. Mitchell, ich folge infolge einer Warnmeldung durch Owen Doyle. Bedauere ich sehr, Sie darum zu bitten zu müssen, mein Gott, bei Tom Scott, den leitenden Datenanalysten, eine Beseitigung der Stufe 3 durchzuführen. Nein, stopp. Nachdem ich einen Blick in seinen Kalender geworfen habe, erscheint mir dieses Wochenende ein besonders geeigneter Zeitpunkt zu sein. Eventuell Freitagabend im Margot. Wie immer besten Dank, Geoffrey Boss, Abteilungsleiter für internationale Angelegenheiten. Selbstverständlich, Sir. Ich habe Scotts Terminkalender gerade zu Rate gezogen und würde es vorziehen, den Auftrag am Samstag auszuführen. Seinen Kontoauszügen zufolge weisen seine Aktivitäten an diesem Wochentag eine Regelmäßigkeit auf, aufgrund derer ich mit Leichtigkeit einen geeigneten Ort für die Beseitigung auswählen kann. Bitte lassen Sie es mich wissen, falls dies unter Umständen ein Problem darstellen sollte.
Andernfalls sehen Sie das, die Sache bitte als erledigt an. Hochachtungsvoll, Mitchell. Okay. Ich weiß nicht, was er verbrochen hat, aber ich glaube, er kam Montag nicht mehr zur Arbeit. So. Letzter Bereich, bevor wir dann in den nächsten Bereich übergehen werden. Da! Ah! Schutzschild Lee. Lauf damit. So. Ach, guck mal, der ist sogar auf mich zugefahren, der Sack. Und von Tom Scott an Owen Doyle. Lieber Owen, ich bin soeben die geplanten Notemaps für den Zeitraum nach der GSV-2-Veröffentlichung durchgegangen. Ganz ehrlich, das, was ich hier sehe, bereitet mir ein wenig Kopfschmerzen. Insbesondere der hohe Grad der Geheimhaltung. Immerhin hat die Öffentlichkeit in Bezug auf unsere Arbeit keinerlei Mitspracherecht. Meine Bedenken drehen sich mehr oder weniger um die Privatsphäre. Sollte GSV-2 ein Erfolg werden, so wie wir es alle erwarten, wird der Datenfluss durch die Notemap unglaublich zentralisiert sein. Ich meine, unser Unternehmen wird Zugriff auf alle wichtigen Kommunikationskanäle und, sofern ich das beurteilen kann, auch auf jede Art von Datentype haben. Und dann wäre da auch noch unser Verschlüsselungssystem. Ich wollte fragen, welche Sicherheitsvorkehrungen wir als Firma getroffen haben, um einen Missbrauch durch unsere Position vorzubeugen. Ich denke, je früher wir uns damit auseinandersetzen, desto besser werden wir auf aufkommende Vorwürfe in Sachen Datenschutz vorbereitet sein. Ich freue mich auf deine Antwort, Tom Scott, führender Datenanalyst. Lieber Tom, genau deswegen haben wir dich eingestellt. Es ist großartig, dass du so über den Tellerrand hinausblickst. Das zu hören freut mich besonders, da ich dieselben Bedenken hatte, seitdem ich an diesem Projekt arbeite. Lass mich dir sagen, was sie mir gesagt haben. Der Führungsstab arbeitet eng mit den Behörden zusammen, um einen ethischen und die Privatsphäre schützenden Umgang mit den Daten im In- und Ausland zu gewährleisten. Unsere Arbeit ist vollkommen transparent für alle Kanäle der Regierung, die unter strengster Geheimhaltung liegen. Ich hoffe, dies konnte deinen Argwohn, denen Argwohn beschwichtigen. Liebe Grüße, Owen Doyle. So, dann ab in den nächsten Bereich. Was haben wir hier? Ich schieße einfach mal so ein bisschen wild durch die Gegend. Ja, aber eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Ja, aber noch was? Nein! Okay. Ja, ein bisschen Fokus habe ich verloren. Ist aber wie gesagt nicht schlimm. Wir haben hier direkt eine Aufladestation. So. Ja, okay, zwei davon sind auch kein Problem. Ja gut, das wird wahrscheinlich auch so ein Rechner sein, den muss ich wahrscheinlich hacken, um halt überhaupt weiterzukommen und an die Karte zu kommen. Oh, jetzt haben wir hier wieder fucking Spawnbrunnen, ey. Ich werd wahnsinnig. Aus dem Weg! Uiuiui, nein, ich ins schwarze Loch. Das ist nicht geil. Ha! Ich glaube, der erste ist kaputt, oder? Nein, nicht zweimal schießen. Oh, ne. So, auch kaputt. Eine halbe Energie ist trotzdem schon mal weg. Scheiße. Ach, guck mal, da geht's ja noch weiter. Aber wie geil ist das mit dem schwarzen Loch und den Schüssen? Habt ihr das gerade gesehen? Nein, wir sind alle blind. Uai. So, ab. Ach, guck mal, der frisst die Gegner ja direkt mit auf. Ja, nice. Genauso brauche ich das auch. So, weg. Die roten Blöcke muss ich zwar nicht alle zerstören, aber was weg ist, ist weg, ne? Oh, die Nase juckt schon wieder. So. Oh, Geld. 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 Noch mehr Geld. Turm. Eieiei! Alter! Das ist Wahnsinnsjunge. So, okay. Damit habe ich jetzt so in der Form nicht gerechnet, muss ich sagen. Der Fokus geht auch schon gut runter, ne? Gefällt mir nicht so gut. Bin ich ehrlich. Okay, erst nochmal so ein Panzerchen, das ist kein Problem. So. Das nächste Mal, das ist auf jeden Fall noch irgendwo was Zweites. Ich wusste es. Und zum Glück können die wirklich nicht so weit schießen und die bewegen sich auch nicht. Sind schön amobil. Okay. Kurzer Check. Okay, das Bild bewegt sich noch. Das heißt, wir haben kein Standbild, das ist gut. Sind wir runtergefahren. So, okay. Jetzt wieder vorsichtig. Ach, guck mal. Ui, Alter, was soll denn das? Warum macht ihr denn sowas? Was mache ich denn damit? Crash biometrische Daten runterladen. Ja, klingt noch ein Plan, ne? Gut, komm, wir gehen hier wieder weg. So, ach, das war der DNA-Check, ne? Oder DNS-Check oder was auch immer das jetzt war. Perfekt. So, nochmal kurz gucken. Level Up habe ich dadurch jetzt nicht bekommen. Ich habe nur 100 Erfahrungs... Ne, leider nicht. Schade.
Achso, kommen wir direkt hier runter. Wupp. Weg hier. So. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Ich glaube, wir müssen ins Erdgeschoss, oder? Verlassener Schacht, da kamen wir ursprünglich mal her. Ich glaube, da müssen wir hin. Gegner dürfen wir keine mehr erwarten. Hup, Samio! Oder liege ich hier falsch? Oh, guck mal, Kondome. Schön an der Toilette auf dem Arbeitsplatz. So muss das sein. Oh, Schlüsselkarte. Nice. Nochmal Software. Mitchells Aufzeichnungen hacken und Crash, also PC in Crash Büro hacken. Machen wir, komm. Was kostet die Welt? Oder waren wir hier schon mal? Ich habe, um ehrlich zu sein, nein, es sieht nicht so aus, als wenn wir hier schon mal gewesen sind. Okay, alles klar. Hast gewonnen. Ja, komm her. Kein Problem. Da siehst du keine Probleme. So. Vielleicht irgendjemand nerven? Oh, da treffe ich was. Achso, nee, das ist leider nur der Block. Scheiße! Alter, jetzt hänge ich voll in dem Penner fest. Das ist blöd. Sind jetzt alle Energiedinger weg hier, ne? Also schon Geld drin oder Erfahrung. Irgendwas davon wird da drin sein. Oder auch nicht. Gut. Scheiß Panzertürme. Geh weg. Stirb. So. Perfekt. So. Och Gott. Mit deinem Kack in Ruhe. Echt, ey. So, hier ist alles durch. Energie mal kaputt, ne? Was? Wo gehst du nie auf? Jetzt fest mit gerechnet. Kannst mich doch nicht so enttäuschen, Mensch. Mein Gott. Ja, ist gut. Ah, cool. Oh, lass mal. Was ist das? Quest Identität hochladen. Quest abgeschlossen. Quest der geheimnisvolle Ex-Hacker. 1000 Erfahrungen. Geil. Okay. Na gut. Nein! Manchmal bin ich ja schon ein bisschen blöd auch, ne? Ja, das ist mir egal. So, ab. So. Noch eine Information. Bedenken wegen des Waffenprototyps von Geoffrey an Crash. Crash, ich verstehe deine Bedenken wegen des Waffenprototyps im Labor, aber sei versichert, er ist vollkommen sicher. Das verstärkte Glas, das ihn umgibt, ist praktisch unzerstörbar und das elektronische Schloss kann nur von ausgewähltem Personal geöffnet werden. Für Notfälle gibt es ein Override-System im Lüftungsschacht darüber. Darauf befindet sich ein Timer und die Abdeckung bleibt nach der Aktivierung nur ein paar Sekunden lang offen, um sicherzustellen, dass eine einzelne Person nicht allein darauf zugreifen kann. Siehst du? Du brauchst dir wegen der Waffe, die an dein System rumspielt, keine Sorgen machen. Bevor sie nicht bereit ist, wird sie nicht aus ihrem Käfig gelassen. Vertrau mir. Wahrscheinlich sprechen die von der Laserkanone, die ich jetzt schon habe. Ja. Bei letzter Aufnahme schon geholt. Also so sicher war sie nämlich nicht. Aber egal. So, ja. Sind wir hier schon durch jetzt? Oder wie? Oder was? Oder wo? Man ist in Ordnung. Oder wäre in Ordnung. Dann können wir uns gleich an Mitchells PC nochmal wagen. Oh, mal schauen, was wir da noch finden. So, okay. Über die Aufzeichnungen, wie auch immer. Erfahrungspunkte sind schon mal ein guter Start. Alter, lass mich doch bitte. Ich schätze mal, der Turm ist jetzt kaputt. Genau. Nice. Wo haben wir denn hier jetzt hier das andere Gewumpelpumpel? Ui! Scheiße. Ah, es sind zu viele Richtungen, aus denen ich angegriffen werde. Käse. Ist gut jetzt. So, okay. Machen wir einen neuen Angriffsversuch. Stirb einfach eines grausamen Todes. Ja, der doppelte Schuss, der ist schon so viel wert. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, du konntest nicht weiter zurückgehen. Tut mir leid.
Alter, geh mir doch nicht auf den Sack, ohne Scheiß. Boah, es ist da links auch noch, rechts auch noch einer. Die sterben. Scheiße. Okay, weniger als die Hälfte habe ich noch, aber da gibt es nochmal auf jeden Fall eine Fokusaufladung. Da sind wahrscheinlich wieder 50 Punkte oder so. Das ist schon mal ganz gut. So. Die Reste hier von der Pollensuppe ist mir dann auch egal. Ja, so Energie... Ach du Scheiße, okay. So ein Energiedings wäre doch mal ganz geil, so ein grünes. Damit ich einfach ein bisschen mehr Freiraum habe. Ja, ist okay. Wenn man genug Platz zum Ausweichen hat, dann kann man die Dinger auch gerne kaputt machen. Och Gott, nicht schon wieder. Ich überlege, ich hätte 4 Schüsse, ne? Ja, aber das streut dann wahrscheinlich mehr. Aber jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr Fokus. Hab ja gesagt, 50 Stück. Die Spaßshow. So, dann gehen wir jetzt hier nochmal lang. Da ist noch irgendein Data gedönst.